aus die Tribute von Pane. Also erstmal braucht ihr einen Scheitel. Also ich habe den jetzt auf der rechten Seite gemacht und normalerweise im Film hat Katniss ja einen Pony. Aber da mein Gruppe keinen Pony hat, flechtet ihr jetzt einfach mit ein. Wenn ihr einen Pony habt, könnt ihr den einfach draußen lassen. Dann fangt ihr auf, in meinem Fall, linken Seite an und nehmt euch eine Partie Haare, so dick ihr wollt eigentlich, nicht zu dünn, nicht zu dick, und teilt sie in drei gleichmäßige Strähnen auf. So. Dann nehmt ihr die linke Strähne und legt sie unter die Strähne in der Mitte. Dann die rechte Strähne und die kommt wieder unter die Strähne in der Mitte. Jetzt kommt wieder die linke Strähne, tut sie unter die Mitte, nimmt aber noch ein paar Haare, die hier so lose sind, noch dazu. Und wieder fest anziehen. Jetzt wieder die rechte Strähne, wieder unter die in der Mitte und wieder ein paar Haare dazu nehmen. So macht ihr das jetzt erstmal eine Weile lang. Wenn ihr hinter Mauer angekommen seid, flechtet ihr einfach am Hinterkopf weiter. Wenn ihr am Ende des Hinterkopfes seid, müsst ihr darauf achten, dass ihr dann alle Haare nehmt, die ihr noch vorne auf der rechten Seite habt. Das war der Katniss-Zopf aus den Tribute von Panem. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Und hier unten könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren, natürlich kostenlos. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem nächsten Video sehen. Tschüss!